Wenn ihr mich vor 5 Jahren gefragt hättet, welche Nintendo-Konsole meine liebste ist, tja, dann hätte ich auf meine N64 verwiesen. Aber Meinungen und Geschmäcker ändern sich mit der Zeit. Man wird älter, beschäftigt sich mit mehr Konsolen und viel mehr Videospielen. Und der Umstand, dass man heute fast nur mit Einheitsbrei zugeworfen wird, führen auf kurz oder lang dazu, dass sich Vorlieben ändern. Heute ist meine absolute Lieblingskonsole der Nintendo GameCube. Mag sein, dass der Würfel rein faktisch nicht die beste Konsole der Welt ist, dafür ist die Konkurrenz dann doch zu stark. Aber er ist aktuell meine liebste Spielekonsole. Und in diesem Video sage ich euch, wieso das so ist und warum ihr auf dem GameCube auch heute noch Spiele spielen könnt, die den Großteil der heutigen AAA-Blockbuster locker in den Schatten stellen. Der Nintendo GameCube war Nintendos letzte so richtig konkurrenzfähige Konsole, wenn wir mal ehrlich sind. Leider reichte es am Ende nur für einen guten dritten Platz, gleich hinter der Xbox und weit hinter der PlayStation 2. Aber ich möchte euch nicht die Gründe dafür aufzählen, das wäre nämlich ein Thema für ein anderes Video. Ich möchte euch zeigen, wie stark und experimentierfreudig Nintendo zu dieser Zeit war. Und das auf einem Level, der nicht unbedingt die Hardware, sondern eher die Software betrifft. In den späten 80er bis Mitte der 90er Jahre dominierte Nintendo die Branche. NES und SNES waren die Crème de la Crème auf dem Spielemarkt und die Games dafür genießen bis heute absoluten Kultstatus. Seht euch einfach mal das NES Mini oder das kommende SNES Mini an. Nintendo war einfach unantastbar. Zumindest bis der ehemalige Vertragspartner Sony eine eigene Konsole aus dem Hut zauberte und Sega mit dem Saturn und später mit der Dreamcast ebenfalls ganz heiße Kandidaten im Kader hatte. Nintendo musste einfach reagieren und stellte mit dem N64 eine Konsole vor, die in vielen Dingen bahnbrechend war, aber eben in genauso vielen Dingen einfach hinter dem Zeitgeist lag. Beispielsweise die Entscheidung, weiterhin Module als Medium einzusetzen, brachte Nintendo nicht unbedingt viel Sympathie ein. Nein, starke Partner wie Squaresoft wechselten sogar die Seiten und produzierten fortan für die CD-basierte Konkurrenz. Wir erinnern uns alle an die Final Fantasy VII Tech-Demo, die auf dem N64 lief, aber wo kam Final Fantasy VII raus? Richtig, auf der PlayStation. Die Verkaufszahlen des N64 sanken. Die Spielerschaft wurde zum Ende des Jahrtausends fast ausschließlich von First-Party-Titeln bei Laune gehalten. Ein Glück, dass Nintendo mit Rare so ein fantastisches Studio unter Vertrag hatte. Wer hätte gedacht, dass es bald aus sein würde mit Rare? Für die nächste Konsolengeneration musste Nintendo aber umdenken. Sie mussten auf deutlich stärkere Hardware setzen, die vor allem den Publishern das Gefühl gab, auf Nintendo-Konsolen wieder Land zu sehen. Und so wurde auf der Nintendo Space World, einer Nintendo-eigenen Spielemesse, die heute gar nicht mehr stattfindet, sehr schade wie ich finde, eben der Nintendo GameCube angekündigt. Es folgte ein Video mit potenziellen Spielen, die durch die neue Hardware-Power das Publikum zum Jubeln brachten. Ja, und ich selbst war anno 2000 stolze 14 Jahre alt und schaute mir eben jene Präsentation nachts in meinem Kinderzimmer mit einem Stream an, der eine miserable Qualität bot. Sichtlich bemüht, meine Eltern nicht aufzuwecken, machte ich regelrechte Freudensprünge bei den gezeigten Bildern. Wen wundert's? Der GameCube brachte auch den notwendigen Umschwung. DVDs statt Module, ein modernes und schlankes Design, Online-Funktionalität. Nintendo war zurück auf der Bühne der ganz, ganz Großen. In den kommenden Monaten sog ich neue Informationen auf wie ein Schwamm. Damals war ich Abonnent der Endzone, die ich Monat für Monat für Monat mehrfach durchlas und mir die Screenshots in den Artikeln einprägte, aus Angst, einen Teil dieser wahnsinnig schönen Spiele, die da auf mich zukamen, zu übersehen. Auf der E3 2001 sprach Nintendo dann über die Launch-Spiele und zeigte diverse Tech-Demos zu Luigi's Mansion, Mario 128, wenn ihr euch da noch dran erinnert, Wave Race und viele, viele weitere. Für mich war da schon lange klar, dass ich diese Konsole besitzen musste. Mich interessierten zu diesem Zeitpunkt weder die PlayStation 2 noch die Xbox. Ich war Nintendo-Fanboy und nach der Ära des Nintendo 64, die ich sichtlich genossen hatte, bereit für die nächste Dimension mit meinen Helden aus seligen Kindertagen. Im Mai des Jahres 2001 war es dann endlich soweit. Ich schwänzte die Schule und fuhr mit dem Vater eines Freundes, der nicht blau machen durfte, nach Mediamarkt. Dort stand ich zum ersten Mal für eine Videospielkonsole in der Schlange. Mir war klar, welche Launch-Spiele ich mir holen wollte. Nach monatelangem Sparen sollten es neben der reinen Konsole noch Star Wars Rogue Squadron Rogue Leader und Bloody Roar Primal Fury werden.
Diese beiden Spiele besitze ich auch heute noch und ja, sie sind fantastisch gealtert, aber sie sind natürlich nicht der einzige Grund, wieso der GameCube aktuell meine Lieblingskonsole ist. Nein, vielmehr sind das Spiele wie Metroid Prime, Button Kaitos, Pikmin und viel, viel mehr. Nintendo schaffte es, ihre bekannten Marken erfolgreich auf der neuen Konsole zu etablieren. Ja, mehr noch, sie schafften es, aus ihren bekannten Spielereien neue und frische Abenteuer zu machen. Nintendo war zu dieser Zeit experimentierfreudig wie nie zuvor und auch nie wieder seit den 2000ern. Ihr wollt Beispiele? Sehen wir uns doch mal Titel wie Metroid Prime, F-Zero GX oder Mario Kart Double Dash an. Das sind nicht einfach Fortsetzungen bekannter Spiele, das sind wagemutige Experimente, die auch nach hinten hätten losgehen können. Stellt euch mal vor, ihr gebt ein Franchise wie Metroid in die Hände eines kleinen Studios in Texas, das noch nicht mal in Japan angesiedelt ist. Was wäre gewesen, wenn die Retro-Studios aus Metroid Prime einen generischen First-Person-Shooter gemacht hätten? Oder F-Zero GX? Nintendo ging hin und gab die Marke in die Hände ihres einstig schärfsten Konkurrenten Sega. Und was ist daraus geworden? Der wohl beste Future Racer der Videospielgeschichte. Und Mario Kart Double Dash? Die Idee mit den Zweier-Karts ist bis heute unerreicht. Leider wurde dieses Konzept zu Unrecht in meinen Augen in späteren Ablegern verworfen, aber es zeigt, wie neugierig und mutig Nintendo war. Und die Doppel-Item-Slots feiern übrigens in Mario Kart 8 ihr Comeback, sind aber leider nicht ganz so gut wie in Double Dash. Und das sind nur Beispiele. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie Donkey Konga und Jungle Beat die Donkey Kong Franchise bereicherten, Donkey Kong Bongo Controller inklusive, oder wie Mario Party 6 und 7 mit Spracherkennung neue Wege gingen. Wie Star Fox Adventures das Action-Adventure-Genre unsicher machte, Wario in seinem ersten und einzigen 3D-Jump'n'Run zu sehen war oder Link mit einem waschechten Multiplayer-Zelda Erfolge feierte, sei hier nur am Rande erwähnt. Aber mehr als bekannte Marken wurden durch Nintendo auch neue IPs ins Leben gerufen oder aus dem fernen Osten in den Westen portiert. Sagen euch Doshin the Giant und Animal Crossing etwas? Beide Spiele erschienen seinerzeit auf dem N64 bzw. dem 64DD Add-on. Wäre Nintendo nicht so tollkühn gewesen, diese beiden total japanoiden und extrovertierten Titel im Westen zu veröffentlichen, tja, dann wäre aus einem der beiden Spiele sicherlich nicht die großartige Reihe entstanden, die heute so viele Fans hat. Und neue IPs? Na klar doch, Chibi-Robo, Mario Smash Football, Luigi's Mansion, Eternal Darkness, Geist, Pikmin, alles komplett neue und einzigartige Spiele, die die GameCube-Spielbibliothek bereicherten und sich oftmals zu neuen Spielereien entwickelten. All das schaffte Nintendo in einer einzigen Konsolengeneration. Etwas, das so in der Art und Weise und auch in der Quantität wie Qualität Nintendo seitdem kein zweites Mal gelang. Aber nicht nur die First-Party-Games waren und sind immer noch super. Auch die Third-Party-Titel konnten sich sehen lassen. Nicht nur, dass Publisher ihre Millionenseller wie FIFA, Call of Duty, Medal of Honor und Need for Speed auf den Würfel portierten, nein. In dieser Konsolengeneration kamen ebenfalls viele neue und bahnbrechende Marken ans Tageslicht. Viele Publisher gingen sogar noch einen Schritt weiter und entwickelten exklusive Titel, die es nur auf dieser Konsole gab. Namcos Button Kaitos Zweiteiler, die beiden Lost Kingdoms RPGs von From Software, Phantasy Star Online 3, Gotcha Force von Capcom oder auch die sagenhaften WWE-Brawler Days of Reckoning und Days of Reckoning 2 von THQ sorgten dafür, dass Nintendo mit dem GameCube wieder ganz vorne mitspielte. Zumindest in den Wohn- und Kinderzimmern vieler Nintendo-Fans. Ich meine, hey, selbst Squaresoft kooperierte wieder mit Nintendo, was einen Spin-Off ihrer Final Fantasy-Saga zum Vorschein brachte. Von Capcom und den Resident Evil Remake inklusive Resident Evil Zero, was etwas später rauskam, ganz zu schweigen. Es erschienen einfach so unfassbar viele geile Games, da konnten Wii und Wii U zusammen nicht mithalten. Dass der GameCube finanziell kein Erfolg war, steht hier auf einem anderen Blatt. Mir ging es bei dieser Konsole immer nur um eins, den Spielspaß. Und dieser war und ist mit dem GameCube schier grenzenlos. Mich störte es nicht großartig, wenn Third-Party-Games beschnitten waren. Ob es nun inhaltliche Schnitte waren oder der Online-Modus fehlte, das war mir völlig egal. Hauptsache war, dass ich mit dem grandiosen GameCube-Controller und drei meiner Freunde auf der Couch zusammen oder eben gegeneinander spielen konnte. Und die oben genannten Exklusivtitel machten alles andere wieder wett. Und ich könnte euch noch so viel mehr erzählen. Dass Paper Mario, die Legende vom Äonentor, das wohl beste Paper Mario RPG ist. Dass mit Pokémon Colosseum und XD sogar erste 3D-RPG-Versuche unternommen wurden. Dass Super Smash Bros. Melee heute noch international auf Turnieren gespielt wird. Und dass es mit dem Game Boy Player ein Must-Have-Add-on gibt. Dass die GameCube-Bibliothek um hunderte Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Games bereichert. Das alles sind, liebe Freunde, an dieser Stelle auch nur Randbemerkungen.
Nintendo schaffte es mit dem Würfel ein nahezu perfektes Gleichgewicht aus Spielauswahl, Spielbarkeit und Technik. Ein Star Fox Adventures oder ein Zelda Wind Waker sehen auch noch im Jahr 2017 auf einem neuen Flatscreen fabelhaft aus. Der GameCube vereint zahlreiche hochqualitative First-Party-Games mit dutzenden hochqualitativen Third-Party-Games und sorgt somit für eine lupenreine, wenn auch im Vergleich zu Xbox und PlayStation 2 etwas überschaubare Auswahl. Wenn Nintendo damals schon auf normale DVDs anstatt diese Minidiscs gesetzt hätte, dann wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Erneut entschied das Ausgabemedium fast im Alleingang den Konsolenkampf zugunsten der Konkurrenz, wie wir alle aus der Geschichte wissen. Aber geht einmal hin und schaut, welches System aus dieser Zeit immer noch mega gefragt ist. Schaut euch an, was Spiele aus dieser Zeit heute noch kosten. Ihr werdet überrascht sein. Leider bescherte uns der Misserfolg mit dem GameCube die neue Motion-Steuerung mit der Nintendo Wii. Die Entwickler bei Nintendo erkannten, dass sie auch mit guter Technik im direkten Vergleich mit Microsoft und Sony den kürzeren ziehen. Daher schenkten sie es sich, die nächste Konsole gleich stark zur PlayStation 3 und zur Xbox 360 zu entwickeln. Eher setzten sie auf eine neue Art des Spielens, der Rest ist euch hoffentlich bekannt. Und versteht mich nicht falsch, ich mag die Wii, sehr sogar, aber ich finde, dass der GameCube deutlich besser und ausbalancierter war. Einfach die perfekte Konsole für jeden Nintendo-Fan und zur damaligen Zeit auch auf der Höhe der technischen Möglichkeiten. Die geringe Kapazität der Minidiscs oder die stark ausbaufähigen Online-Features zerstörten mich noch nie. Und das tun sie auch heute nicht. Ich bin Gamer, ich möchte neue Welten entdecken, bekannte Geschichten in neuem Glanz erleben und einfach Spaß an meinem Hobby haben. Und das gibt mir mein GameCube. Klar, das können andere Konsolen auch, aber eben nicht in dieser hohen Qualität wie in diesem Video dargestellt. Und genau aus diesen vielen Gründen ist der Würfel meine aktuell liebste Spielekonsole. Nicht nur von Nintendo, sondern tatsächlich allgemein. Aber wie eingangs gesagt, Geschmäcker ändern sich und vielleicht seht ihr in einigen Jahren ein solches Video von mir zur Switch oder zur PS4. Aber da muss schon sehr viel passieren, um den Würfel von meinem persönlichen Thron zu stoßen. Ich liebe dich, alter Freund, und danke für die unendlichen Stunden Spielspaß. Das muss dir erstmal einer nachmachen.